Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu WWE 2K16, King of the Ring Turnier. Ich bin der Onkel und ihr hört ihn schon lachen, meinen Gegner Revano. Hallöchen, yeah. Na, ich bin gespannt, wenn ich jetzt bin, sein darf. Ja, du darfst sein der Rusev. Oh, noch so ein Tier, okay. Ja, wo und ist er denn? Den Gegner seht ihr jetzt. Da ist er, der Gegner. Ah, ich muss erstmal bei R gucken. Ja, solltest du tun. Rusev, wo ist der? Hä? Paul White, R2, wenn ich. Rikishi ist Rock, warum ist. Ach, da. Der Rock kommt noch. Achso, da haben sie einfach nur. Ich hab bei T und dann. Alles klar, ich hab. Passt. Okay, Rusev. Na dann, da hast du deinen Gegner. Oi, Luke Harper gegen Russe. Ja, das wird auch ein Gemetzel. Das könnte sein, muss aber nicht sein. Denn Rusev ist einfach eine Bombe. Wir erinnern an das letzte Match gegen Rusev, was ich bestreiten musste. Und zwar Rusev gegen Santino Marella war das, glaube ich, ne? Wo du mich so mega kaputt geschlagen hast. Nee, gegen Carlito. Carlisto. Ah, okay. Ja, das ist natürlich dann schon ein bisschen was anderes, ne? Gegen so einen Rusev. Obwohl ich dabei immer sehr verliere hier. Aua. Ey, du Sack. Aber das macht meinem nichts. Guck mal, wie der guckt. Der zuckt. Der ist noch wild. Siehste, der ist noch wild. So, jetzt hau ich die erstmal hier ordentlich. Da war ich jetzt so langsam. Am Schlafen? Ja, zu langsam. Tja, Rusev gegen Luke Harper ist ja nur zweimal. Hast du einmal verloren. Oh, ist vorbei. Sieht so aus, ne? Okay. Es gibt natürlich aber auch Rusev mal mit einem anderen Kaliber zu tun, als mit dem, der bis jetzt gekämpft hat. Ja. Oh, mir hat gerade der Ringpfosten gebebt, richtig? Was war hat das? Alles gebebt, ja. Bin mir auch gerade. Dann war das normal, weil du wahrscheinlich drauf geprügelt hast wie so ein Ball. Wie so ein Verrückten. Sieht nicht gerade so gut aus für mich. Ne. Der Killer da, der haut mich da um. Steh endlich auf, steh auf. Was macht er denn jetzt? Achso. Ich wollte schon sagen, ich stehe auf und dann aber mal lieg ich wieder. Aber du hast den Move gemacht. Ach, ich hab doch gedrückt. Das gibt's doch gar nicht. Bam. La 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 la. Ja. Er hat schon 64. Ja, geht doch. Mann. Aua, Mann, noch einmal blockt er sowas. Aber diesmal hat er keine Lust gehabt. Leg dich hin. Luke Harper. Ja, ich hab nicht gedacht, dass ich mit dem so gut bin. Ich muss sagen, mit Luke Harper habe ich bis jetzt bei jedem Match eigentlich schön die Oberhand gehabt. Also, Luke Harper ist, glaube ich, so. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung, aber es ist so mal so. Wenn ihr euch zurückerinnert. Was machst du da? Ich habe gedacht, ich mache ja mal Krokodil und so. Ist aber kein Aufgabegriff, ne? Das ist so ein. Okay. Ja. Bisschen Schwächen. Ja, da war auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht, was ich gemacht habe. Ja, bist du ja mal hochgebeamt. Teleportation, weißt du doch. Ach so. Ah, schön. Schönes Ding. Oh Mann, ey. Jetzt haben wir uns wieder gegenseitig hier. Oh. Eins. Zwei. Und raus. Ja, das ist noch zu früh. Noch. Oh.
Oh. Durch die Wand geprügelt, ohne Witz. Das hab ich, das habt ihr das gesehen? Ach komm, ich hab dich doch gepackt. Ach, ein Dropkick da. Ja, ich hab wieder volle Juhu. Korrekte Scheiße. Ja, ich hab ein Juhu. Na gut, die tun auf jeden Fall schon mal ein bisschen weh, die Aktion. Das ist ja schon mal 2% gar nicht so schlecht. Bam. Und bam. Und nochmal. Ich habe meine Ausdauer, liebe Freunde, ist gerade bei mir nicht mehr so der Bringer. Aber es reicht noch, um dich zu schwächen. Na komm. Ach, er geht wieder rumspielen. Meiner rastet wohl aus. Sagt er. Ja, schöner Tisch, danke. Es wurden auch in den letzten Dings-Kommentaren Tische verlangt. Ah, wir spielen zu weich. Zu weich? Ja, okay. Weil wir keine Tische mehr benutzen. Also. Okay, dann muss ich das doch gleich mal ausnutzen. Ja, mit dem Kopf gehen. Und dir den Tisch um die Ohren hauen. Ja, ist doch besser so, wenn du gehst. Was war denn? Ja, genau. Oh. Man, da fliegt durch den ganzen Ring, hast du das gesehen? Was macht Meiler denn da? komisch gucken. Was hat der für Probleme? Kannst du mir das was sagen? Warum macht der denn da so komische Saltos? Hat der getrunken oder was? Geil. Geh mal wieder rein in den Ring, das ist ja schlimm mit dir. Okay, jetzt weiß ich, ob ich über den rumtragen kann, okay. Auf den Tisch. Oh, das tut weh. Das tut doch gut weh. Und klappt der? Auf den Tisch, bitte, auf den Tisch. Falsche Richtung. Der Alabama Slam. Ja! Und da ist er schön runtergeflattert. Mhm. Hallo? Ja, meine rastet aus gerade. Ja, ich stehe auch nicht mehr auf. So, mein Oh, ich habe mich selbst verbrannt, korrekt. Das nenne ich körperlichen Einsatz. So, mein Freund, dann werfe ich dich jetzt mal ganz kurz da rein. Nein, das war gut, aber... Ja, genau, okay. Keine weiteren Kommentare, bitte. Ja, der Tisch geht einfach das Feuer aus. Natürlich hat er keinen Schaden genommen. Der Tisch ist nämlich immun. Ach so. Ja. Ist immun gegen... Ist geil, wenn du liegst und dann auf einmal stehst. So, mein Freund, jetzt nochmal auf ein neues. Ich komme gerade so nicht mehr hoch. Ja, meine hat so wenig Ausdauer. Ich kann noch nicht mal den Tisch entzünden. Ich helfe dir kurz. Okay, danke schön. Oh, scheiße. Hm. Ich frage mich gerade, wo mein Finisher hin ist. Tja. Hast du das gleiche Problem wie ich, war? Letztes Mal. Ja, ab und zu. Ab und zu habe ich das Problem mal. Oh, bitte durch den Tisch. Nein. Ach Gott, was ist denn das für ein Machst Tisch? Du immer solche Pipi-Aktionen, dann fällt der Tisch um. Pipi-Aktion. Naja, du bist so schwer, deswegen wahrscheinlich. Ich will diesen Tisch in dein Gesicht haben. Ja, so wollte ich das. Und nochmal. Ja, und nochmal. Ja. So, jetzt Pipi-Aktion Nummer 3, 30. Okay. So, ich habe natürlich ein Streichholz versteckt in meiner Unterhose. Hast du das nicht? Nee, meistens nicht. Boah. Also es sah nicht nur schmerzhaft aus. Ich glaube, das war sogar schmerzhaft, oder? Nein! Und bitte? Ja! Ja, geil, das war eine gute Aktion.
Und da kann man schon sagen, Cover ist es wert. Okay. Gut, das war eine gute Aktion, aber Cover war total unnütz. Sau. Komm mal rein, ist okay, ich hab dich. Ich helf dir. Aber wenigstens habe ich endlich dich mal durch den Tisch gehauen. Ja. Was meint er denn? Er macht einen Schlag, wie geil ist das denn? Oh, herrlich. Mach grad nur Kacke. Ja, ich mach das schon. Ja. Er macht nur Kacke. Rehwürstel. Ich hab verstanden, Rehwürstel. Nein. Nein, nein, nein. So will ich das nicht. Steh auf, Rusev. Sei ein Mann. Steh auf. Deiner ist aber auch fertig, oder? Na klar. Na klar, sagt er. Bam! Bam, bam! Und jetzt, Junge! Wieder die Aktion. Er macht immer die gleiche Aktion, aber merkt es halt nicht. Das ganze Match schon über. Nein, das ist eine andere gewesen. Ach so. Siehst du? So wie die hier. Anders. Stimmt, die ging zur anderen Seite. Die ging diesmal etwas nach links anstatt nach rechts. Ja, was soll ich denn machen? Der hat nun mal so verkrüppelte Aktionen, der Junge. Okay, das war ein Konter, oder? Ja. Ah. Das hat dein Finisher gewesen? Ja. Und das ist aber scheiße. Ja. Geh weg! Oh nein, nicht schon wieder. Nein! Ja. Ach Mann! Das ist so scheiße mit dem Sehen da. Da drücke ich schon zweimal, dann mit ist schon vorbei. Sehen? Ja. Wie mit dem Sehen? Ja, das ist mit dem Drücken, das kommt erst so spät und dann ist das so schnell und kurz, da kannst du kaum drücken. Also das habe ich aber auch, das hat jeder anders. Ja. Da hat jeder gleich. Aber anders. Anders. Bei mir ist das anders. Das erste One, das kannst du nicht drücken und dann hast du zweimal die Chance. Aber das hast du halt nicht genutzt. Sag mal, ich habe zweimal in Folge gewonnen, Leute. Ja! Soll sich denn das alles noch zum Guten wenden? Das ist ja der Wahnsinn. So, aber trotzdem, selten. Auch wenn ich jetzt zweimal nacheinander gewonnen habe, hat Revano in der letzten Runde 5-mal verloren und ich eben 6-mal, 8-mal. Das heißt, ich darf mir einen Wrestler mitnehmen. Und zwar werde ich mir den lieben The Rock wieder reinholen. Ja, und an welche Stelle ich den schieben werde. Lass mich wieder lächeln. Dann sind wir doch jetzt Runde 3, ne? Richtig? Also nächstes Match. Ach, schon auf Runde 4 sind wir schon. 4 meine ich doch, ja. 4 meine ich. Geil, Leute, wir sind schon 4. Ich würde sagen, ich mache mir auf die 8. Nee, auf was mache ich denn das? Wie haben wir denn jetzt überhaupt? Ich sag eine Zahl, auf 5. Nee, ich sag, ich tue mir ihn selber einordnen. Da hast du doch Vorteile gegen Schwächere. Ich guck doch gar nicht aufs Blatt, oder? Irgendwohin. So, meinst du das? Ich mach die 10, komm, wir machen die 10, die gute 10. Okay, die gute 10. So, auf der 10. Also das heißt, im 5. Match müsste eigentlich normalerweise er erscheinen. Mal gucken, wo ich dann stehe. Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na, da bin ich ja mal gespannt. Naja, gut, okay. Ich glaube, der Rock ist auch schon wieder weg. Na, heißt noch nichts, heißt noch nichts. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Runde und im nächsten Match. Bis dann, bis morgen und tschüss. Ciao.